Okay, Leute, bevor dieses ganze Ding hier anfängt, ja, möchte ich darauf hinweisen, dass in diesem Part ihr wirklich mal den Rage Tenshi kennenlernt, weil ich bin in diesem Ding schon ziemlich am Rumragen. Ich war am Überlegen, ob ich es überhaupt hochlade, aber es muss auch mal gezeigt werden. Ich möchte einfach mal zeigen, wie kacke es ist, wenn man so spielt, wie die Gegner das getan haben. Das ist so nervig. Rage Mode on, Leute, Rage Mode on! Ja, hallo, Megabot-Freunde, liebe Megabot-Freunde, ich bin's, der Tenshi, und wir spielen Megabot Craft. Ja, Robocraft ein bisschen spielen. Ich habe ja letztens angekündigt, wir spielen heute mal mit den Megabot. Er ist noch nicht ganz fertig. Ich habe jetzt für die 1 Million mal ein paar Blöcke gekauft, damit wir zum Beispiel hinten die Räder mal ein bisschen draufkriegen, damit die auch angeschlossen sind. Hier habe ich mal ein bisschen dicker gemacht, diese Verbindung hier einfach. Wir müssen mal gucken, weil es kann sein, dass mir das hier weggeballert wird und dann explodiert mir einfach hinten alles weg. Ich weiß es nicht. Wir brauchen Spielerfahrung, Leute, und dementsprechend werden wir das jetzt probieren. Wir gehen mal in einen Megabot are not allowed in Battle Arena. Nein, aber Team Deathmatch, das können wir machen. Oder wir machen The Pit. Ich glaube, in The Pit haben wir das Vergnügen, dass wir keinen irgendwie... The groups are highlighted in red on your robot. What? Wo sind denn die rote... Na, hä? Hä, wieso ist der... Was denn hier los? Was los mit dir? Wieso ist denn dein... Hä, wieso war da denn einer? Hä? Ist er nicht symmetrisch? Ah, kann das sein, dass er nicht symmetrisch ist und deswegen immer rumgeeiert ist? Da müssen wir mal kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, das ist symmetrisch. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Okay, dann auf in The Pit. Da gehen wir erstmal in The Pit rein. Ist ja kein Problem. Das wird jetzt lustig, weil da nur Megabots rumfahren. Und dann gehen wir vielleicht nochmal in den Classic-Modus rein, um zu gucken, wie wir da abschneiden mit Heiler und so. Okay, bis gleich. Okay, Leute. Nach, keine Ahnung, Ewigkeiten warten, haben wir es endlich geschafft. Es sind 4 Megabots. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Nur 4 Megabots? Okay. Das wird interessant. Einer davon ist auch noch Premium. Make my day. Gabriel und Gustav. Was? Lol, da sind 2 Premates drin. Oh nein. Ich wette mit euch, die kämpfen miteinander, nicht gegeneinander. Da wette ich mit euch. So fahren geht schon mal ganz gut. Hätte ich nicht gedacht. Aber wie geht es das Ballern und das Töten? Werde ich sehen, werde ich sehen. Aber Premates ist echt scheiße, Leute. Das kann jetzt wieder unsportlich werden, Leute. Ja, es ist ein Sport. Am Computer sitzen ist ein Sport. Ja, wo sind die Gegners? Lalalala. Diet. Lalalala. So, wenn jetzt vor allem von hinten einer kommt, wird es natürlich ziemlich kacke, weil von hinten... da werden wir einfach auseinandergenommen. So, aber ja, fahren lässt sich ganz gut. Da wird irgendwo geschossen. Ich sehe aber nichts. Was muss da hinten irgendwo sein? Hier irgendwo. Na, fahren wir mal hin. Und schießen mit. Aber ich habe ewig gewartet auf ein Battle. Und dann ist es klar, dass Premates da wahrscheinlich gute Chancen haben. Alter, ist das nice. Guck mal, ich kann den voll beballern. Der weiß noch nicht mal, von wo es kommt. Finde ich voll krass. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass der, weil ich von hier oben runterballern ist blöd. Ich versuche mal hier irgendwie seitlich zu kommen. Vielleicht habe ich dann bessere Karten. Naja, kann ich noch lenken? Ja. Aber ist noch keiner tot, ne? Ne, ist noch gar kein Kill gekommen. Aua, der hat mich getroffen. Kaka. Das da weh. Schießt der schießt gerade auf einen. Nee, ja, doch, da von hinten. Ah, das ist sein Premate. Jetzt hat er aufgehört zu schießen, oder was? Das ist sein Premate, oder wie? Das wär's ja. Ich muss eigentlich mit dem anderen Typ zusammenspielen, damit wir gegen die Together-Leute da antreten können. Ich glaube, der fällt jetzt hier hoch, der eine Typ. Hier ging's ja, glaube ich, hoch. Dann wollen sie mich einkesseln. Ja, sie wollten mich einkesseln. Ach Mist. Das sind die zwei, die zusammenspielen. Kacke. Ja.
Okay, also die Waffen sind sehr schnell weggeballert, wie man sieht. Also entweder hat er echt gut zusammengespielt. So, komm, wir spielen zusammen. Ey, ich wollte mit dir zusammenspielen. Idiot. Komm schon. Ja, die spielen zusammen. Das ist natürlich sehr blöd. Aber ich muss sagen, mein Design ist echt kacke. Normalerweise würde man ja sagen, aber ich muss sagen, mein Design ist richtig gut. Aber das ist nämlich das, was ich meinte. Die Stangen, wo die Waffen drauf sind, sind wahrscheinlich die Dinger, die am wenigsten, also die dann weniger kaputt gehen. Ich glaube eher, die Waffen fallen als erstes ab, weil die Waffen einfach sehr offensichtlich sind. Die haben auch keinen großartigen Schutz vor sich. Was auch ein bisschen schwierig ist, dann Schutz davor zu machen. Und ich bin auch sehr breit. Mal gucken, wie es nochmal aussieht. Kann doch sein, dass es einfach ein guter Schütze war. Beziehungsweise würde ich mega ähnlich im Pit fahren. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh, von hinten komme ich jetzt. Hä, hat er echt geschafft, gegen zwei zu kämpfen? Ist ja witzig. Wenn er keine Waffen mehr hat, dann kann ich beide töten. Ah, der eine haut jetzt wahrscheinlich eh ab. Komm, bleib stehen. Na, lass mich dich doch töten, Junge. Geht doch. Komm, schnell sein Rad wegmachen. Ach, Junge. Lass dich töten. Danke. Boah, wie gut der auch Dings trifft, ne? Oh, nein. Warum spawnte der hinter mir? Was hab ich denn für Mega-Luck? Ich fahre ein Megabot und habe Mega-Luck, Leute. Ah, kacke. Ah. Er ist natürlich besser in Waffen wegschießen, weil die viel mehr Waffen haben, die Leute. Boah, nice, Alter. So, wer sie mich als erstes kriegt, der kriegt die Punkte. Wer kriegt sie? Wer wird sie kriegen? Wer wird sie kriegen? Ja, die kämpfen zusammen. Das ist doch für'n Arsch, Alter. Das ist richtig für'n Arsch. Das heißt, ich muss auch den anderen Typen helfen irgendwie. Ich bin immer noch Leader, lol. Weil das Problem ist, wenn die wirklich zusammenarbeiten, kann man schlecht Erster werden. Wobei, Erster gibt hier richtig viel Knete, wenn man hier Erster wird. Ich helfe meinen Kollegen. Den müssen wir halt uns zusammentun. Ja. Komm, dann gib mir wenigstens deine Punkte. Gib mir deine Punkte. Yeah. Ich habe die Punkte gekriegt. Hey, der, hä? Wieso ist da einer gestorben gerade? Kann man sich ja auch selbst umbringen? Ach stimmt ja, es ging ja, das ging ja. Boah, was für eine Entfernung, die auch dann schon gut treffen, ne? Das ist Hammer. Die sehen mich ja wahrscheinlich auch schon meilenweit, so wie ich glänze und leuchte. Ach, ich finde das schön, wie ich leuchte. Ich würde gern immer so leuchten. 1 und 1 habe ich echt keine Chance gegen die, ne? Die sind echt krass gut. Die Bots, was die da gebaut haben. Ah ne, das ist der. Da will ich nicht schießen. Aber er wird auf mich schießen. Kacke, Mann. Och, Junge, ich wollte nicht auf dich ballern. Okay, jetzt haue ich nochmal kurz ab. Vielleicht kann ich noch was abstauben. Vielleicht noch ein bisschen helfen. Ein bisschen was kaputt machen. Aber ist ein schöner Bot, was der gebaut hat. Kann man, muss man zustimmen. Das ist ja witzig. Ich habe gegen den gewonnen. Wenn jetzt nicht der jetzt noch kommen würde, hätte ich gegen den gewonnen. Lol. Roffel. Der darf nicht spawnen. Ja, ja, komm, töte mich. Kein Problem. Du hast mich ja auch schon. Ich habe mich ja auch schon an dir gelabt. Aber hey, ich lebe immer noch. Nice. So, der andere hat sich selbst zerstört. Bisschen schade. Aber ich habe echt gegen den gewonnen, ne? Ich habe den seine Waffen wegballern können. Hätte ich jetzt quasi, wären wir jetzt 1 und 1, hätte ich den noch jetzt umbringen können. Eventuell. Ich war ja sehr bewegungsunfähig. Oh, das ist ja kacke hier. Das ist ein Kackspawn. Vielleicht muss ich den ganzen Weg jetzt darüber fahren. Ob das so klug ist. Vielleicht sollte ich mich auch mal zerstören. Wie lange dauert das, bis ich wiederkomme? Ich bin da. Wer noch? Oh, hier bin ich richtig. Hier ist die Action. Wo ist die Action? Die haben sie gerade rumgeballert.
Hä, wo sind die? Da. Zwei Megabots und das sind die zwei Leute, die zusammenspielen. Ist echt nervig. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr davon haltet, Leute. Findet ihr das okay? Findet ihr das super? Ja? Ne, oder? Die ballern sich gegenseitig. Einer verliert Leben. Interessant. Ach, das ist der. Ich helfe dir. Nur doof, dass ich den mittreffe. Außersehen. Ich helfe dir, mein Freund. Ich helfe dir. Wenn die zusammen spielen, spielen wir auch zusammen. So einfach ist das. So einfach ist das. Ah, jetzt hat er... Sein Kumpel hat ihn jetzt gekillt, damit wir die Punkte nicht kriegen. So ein Arschgesicht. Dann, oh nein, jetzt ist er hinter mir. Oh nein. Komm, ich muss dich umbringen. Ich muss dich umbringen. Gib mir die Punkte von dir. Gib mir die Punkte. Oh nein, ich krieg ihn nicht. Oh, ich habe ihn tot gekriegt. Jetzt kommt sein großer Freund von der anderen Seite. Oh nein. Komm schon. Ah, ich krieg die nicht kaputt. Ach so, Kacke. Wieso spielen die zusammen? Wieso spielen die auch zusammen? Sowas sollte verboten werden. Man müsste die eigentlich reporten können jetzt. Das wäre schön. Kann man Leute reporten? Nee. Geht leider nicht. Ne, ihr Affen, da fühlt ihr euch jetzt, ne? Da fühlt ihr euch, ihr Affen. So, jetzt komme ich von hinten, hoffe ich doch. Wenn ich mal schaffe zu drehen, zu wenden. Das ist nervig, Leute. Da kann man nur ausrasten. Deswegen, Leute, ist The Pit das emotionalste Spiel. Weil immer solche Idioten hier existieren, die idiotische Sachen machen, weil es Idioten sind. Komm, lass uns gemeinsam gegen den spielen hier. So, gib mir deinen Punkt. Gib mir deinen Punkt, habe ich gesagt. Der hält aber, Alter. Gut versteckt. Warum schießt du auf mich? Ich will mit dir zusammenspielen, du Arschgesicht. So ein Arsch, ey. Schieß doch lieber auf die anderen, du Arsch. Gut, dann hier, nimm dir den Punkt. Nimm dir den Punkt. Komm, schneid mich ab. Komm, ja, so ist gut, so ist gut. Hauptsache, die anderen gewinnen nicht. Wobei, ich muss sagen, ich bin Leader immer noch, ne? Wie geht das denn? Bin ich immer noch Leader? Ich habe das Gefühl, ich sterbe die ganze Zeit. Toll. Ah, ich muss 5 Sekunden warten. Sind die da hinten vielleicht? Ne, es bringt nicht viel. Ist das nervig? Komm schon, komm schon. Let's Lading. Wo bin ich? Jetzt aber auch nicht gerade besser. Am besten ist es immer, wenn die angeschlagen sind. Wenn einer von denen tot ist. Ja, die Frage ist, wo sind die? Nervig. Der Gustav hat ans Doppelbüll gekriegt. Ja. Sorry, ich muss dich töten. Ja, das ist einer von den Idioten. So, die Waffen sind alle weg. Yes. Der haut jetzt bestimmt ab. Der wird jetzt abhauen, damit sein scheiß Kollege den Kill kriegt. Oder damit er einfach respawnen kann. Nein, sein Kollege wartet schon auf ihn. Nicht gut. Waffen weg. Ja, Räder weg. Räder weg. Wieso kann er immer noch fahren? Bleib stehen. Das Rad muss weg. Na, endlich. Gib mir den Kill. Ah, ja, gut. Ich hab dir geholfen, Junge. Ich hab dir geholfen gerade. Aber es wird nicht reichen, weil der wieder abhaut. Doch, ich hab ihn gekriegt. Yes. Der andere hat sich selbst gekillt, okay. Nein! Was hab ich denn schon wieder für Luck? Ich hab so viel Luck, vor allem ich stehe direkt vor denen. Denen seine Waffen können eigentlich nicht richtig. Denen seine Waffen können nicht alle richtig schießen. Außer natürlich, man hängt so schräg über ihn. Na komm, kill mich wenigstens. Komm. Nein, nicht der andere. Du musst mich killen. Du musst mich killen.
Ich will nicht, dass die Typen zusammen, die zusammenspielen, auch noch gewinnen. Das sage ich, das, also ich versuche mein Bestes auch zu gewinnen. Wo bin ich denn gespawnt? In der Mitte. What the fuck? Ich versuche mein Bestes zu gewinnen, aber ich will nicht, dass die Gegner gewinnen. Nicht diese zwei Idioten, die zusammenspielen. Die sollen sehen, wo der Pfeffer wächst, ey. Vielleicht den klauen. Wär richtig geil. Ich glaube, den kriege ich nicht geklaut. Nein, den habe ich geklaut. Ja, lol, roffe die Kartoffel. Habt ihr verdient, ey. Habt ihr verdient, ihr zwei. Dass man euch die Kills klaut. Wetten, die sind jetzt gerespawnt? Nein. Ah, das ist der Typ, der wirklich der gut ist, weil der schießt immer die Waffen weg. Ah, komm schon. Mist, ich habe keine Waffen mehr. Was ist mit dem Typ da hinten? Ah, die zwei Idioten sind hier. Ja, hol sie dir von hinten, mein Freund. Hol sie dir von hinten. So, ich schiebe mich mal ein bisschen mal nach vorne. So, Mist, der kriegt mich jetzt. Da wird er repariert. Kacke, der wird repariert. Töte wenigstens den einen Typen noch. Ich versuche abzuhauen, damit er mich nicht... Nein, er hat mich gekriegt. Egal, töte sie. Hau ihn um. Hau ihn um! Wo bin ich? Ah, ich komme von hinten. Ich komme von hinten. Wenn der eine... Irgendeiner von denen wird angeschlagen sein. Irgendeiner von denen wird angeschlagen sein. Und wenn ich jetzt noch helfe, dann wird er erst recht angeschlagen sein. So. Na, wieso kommt denn der jetzt von hinten? Ja, jetzt bin ich down. Vielleicht kann ich lang genug überleben, dass ich respawnen kann. Noch 4 Sekunden noch. Jetzt hat er mich angeschossen. 7 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Yes! Jemand hat mich bekommen. Oh, lol. Achso, ich dachte, ich gerade bin hier gespawnt. Nein, ich spawn natürlich wieder sonst wo. Aber ich brauche Kills, ey. Das gibt's nicht. Immer kommt einer von hinten. Das ist doof. In dem Fall werde ich es hoffentlich sein, der von hinten kommt. Wobei, wenn jetzt einer stirbt, dann wird einer wahrscheinlich wieder... Ja, einer wurde gekillt. Komm, 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 bevor die sich respawnen können. Ha, du wirst dich nicht respawnen, mein Freund. Ah, scheiße, der hat den jetzt gekillt, den anderen. Ich dachte, das war sein Freund. Das war aber nicht sein... Oh, natürlich! Was haben die denn für Luck, Alter? Das gibt's ja gar nicht. Was haben denn die für Luck? So, seine Waffen sind weg. Oder auch nicht. Na, der ein Schwein. Jetzt kommt natürlich sein scheiß Freund wieder. Der mich dann versucht zu killen. Oder irgendwie. Oder mir den Kill. Oder was auch immer. Irgendwas wird mit Kills passieren. Ah, das nervig. Warum spielen denn die zusammen? Ah! Komm, Tenchi. Hier hau ich ab. Ich will weg. Wie sollen den Kill nicht kriegen? Hier. Junge. Hol ihn dir. Ich bin frei. Ah. Ja. Ich kann nicht weg, wenn der mich beballert. Das ist doch kacke. Aber das ist wirklich nervig, Leute. Das kann man einfach nur nervig sein in so einem Spiel. Solche kleinen Idioten. Und wartet, wartet, ich sag ein Wort, Leute, ja. Wichser. Diese kleinen Wichser. Ja, 2 Punkte, der Typ. Komm, dreh dich doch mal, Tenchi. Oh, kacke, ich kann mich nicht drehen. Oh, jetzt aber. Ja, versuch's abzuhauen, hä? Versuch's abzuhauen. Kommst du direkt zu mir gefahren? Um abzuhauen, ist es schlecht. Komm schon. Stirb! Hinter mir ist ein Typ, oder? Ich weiß es nicht. Hört sich immer so an. So, noch die Waffe da vorne. So. Jetzt haut er wieder ab und will zu seinen scheiß Freund. Der Freund sagt bestimmt, ich bin auf dem Eis! Ich bin auf dem Eis! Fahr schnell zu mir! Ich bin auf dem Eis! Ich bin auf dem Startplatz! Fahr zu mir! Oh, der schafft es auch noch! Der schafft es auch noch, weil der Idiot auf mich schießt. Oh. Hör doch auf mich zu schießen, du Idiot, Mann. Oh. Ja, spiel zusammen, ihr Spasten. Oh. Nervig. Sowas muss doch nervig sein, Leute. Da muss man doch sich ja aufregen können. Über sowas. Solche Idioten sollten vom Spiel verbannt werden, ey. Raus mit euch. Mann.
Hat er die jetzt gekillt oder was? Kann doch nicht sein. Ist er jetzt hier gespawnt oder warum existiert er auf einmal hier? Weil wir bekämpfen uns halt noch gegenseitig, wir Idioten hier. Und die zwei, die denken sich so, oh ja, geil, geil. Mach mal, mach mal. Wie viele Waffen hat er da drauf, ey? Und trotzdem hält er so viel aus, ne? Oh nein, nein, nein. Keine gute Idee. Doch, eine gute Idee. Komm schon, schießen die Waffen weg, Tenchi. Noch keine Waffen mehr. Ey, wie kann der da so viel aushalten? Oh Gott, ich werde das Ding nicht gewinnen. Na komm, kill mich wenigstens noch schnell. Oh nein. Das gibt's nicht, die anderen zwei Idioten kommen jetzt an. Oh, so nervig. Ah Leute, das tut mir leid, aber da muss man sich doch aufregen über sowas. Das geht doch gar nicht anders. Weil du kannst versuchen, die von hinten anzuschießen. Und dann, weil kaum ist einer fast tot, dann versucht er schnell zu seinem Freund zu rennen. Und dann, damit er den Kill kriegt. Das ist doch für ein Arsch, ist das doch, Leute. Kämpft doch mal fair, ihr feigen Schweine. Kämpft fair, Mann. Kann man die reporten? Ich will eine Report-Funktion haben. Ich will auf die draufklicken können und sagen, Reporting for... Spielbehinderung oder sowas. Oder unfaires Spielen oder irgend so Mist. Und dann müssen sie Strafe kriegen, ey. Sollen sie rausfliegen. Gebannt werden, für immer. Ja, Mega Tenchi ist unterwegs. Ja, hier, spielt ihr zu zweit, hä? Fühlt ihr euch? Den sein scheiß Megabot, ey, der alleine nichts drauf hat. So, ich hau ab hier. Komm schon, 5 Sekunden aushalten. 4 Sekunden. Na, haben mich wieder getroffen. Ihr Idioten, ihr Dämlichen. Haut ab, verpisst euch. Sowas ist nervig, Leute. Sowas ist richtig nervig. Wieso können die sowas spielen, die Idioten? Wieso dürfen die hier noch spielen? 5 Sekunden, 4 Sekunden. Nicht auf mich. Oh, fuck you. Haut ab, verpisst dich. So nervig, so nervig. Ich weiß nicht, ob ich das hochladen sollte bei diesem ganzen Rumgedöns. Aber ich will auch einfach mal richtig meckern wollen. Ich muss es doch auch mal dürfen. Ich habe die ganze Zeit wenigstens mal ein paar Kills gekriegt, aber mittlerweile klappt es gar nicht mehr. Jetzt sind die so gut eingespielt. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Du kannst da hinfahren und die töten dich einfach, weil die zu zweit rumfahren. Das ist kacke. Vorhin konnte man die Einzel noch erwischen, aber jetzt sind sie permanent zusammen. Ist nicht einfach, die da wegzuballern. Weil ich sehe sie nicht mal von hier. Ja, ist legendary, würde ich auch sein, wenn ich einen Kumpel hätte, der das die ganze Zeit für mich macht, du Idiot. So, jetzt schieße ich wieder mich mit denen hier, dann sind die wieder vorne. Nein, nicht schießen. Okay, sehr schön, wir sind uns einig, finde ich gut, wir sind uns einig. Sehr schön. Hauptsache, keiner von den Idioten gewinnt, ey, ich hasse sowas. Da hinten. Hä, wo ballert der denn? Da unten ist einer. Da. Megabot spotted. Sieht wahrscheinlich keiner, aber... Ja. Sind wir runter? Bin mir unschlüssig. Oh, der fährt runter. Auf volle Kanne. So. Ah, sein kleiner Bruder stirbt gleich. Ja, ist schwer, ne? Ich hol mich dir. Dann krieg ich den Punkt. Hauptsache, die kriegen ihn nicht, Leute. Hauptsache, die kriegen ihn nicht. So. Ich muss auf die andere Seite. Nein, da sind noch 1000 Waffen an der Seite. Das gibt's ja gar nicht. Wieso hat er denn da so viele Waffen, der Idiot? Und der... Oh, ich hab vergessen, den hinten anzuschießen. Der hat die ganze Zeit gewartet, damit er respawnen kann. Das wusste ich nicht. Kacke. Da habe ich nicht mit gerechnet. Ja, ja. Jetzt wirst du von hinten beballert. Gut so. Hier. Schieß auf mich. Schieß auf mich, Junge. Ja, hol mich. Mist. Er hat mich nicht gekriegt. Kacke. Kacke war das. Kacke. Wo sind die zwei? Oh nein, warum spawn ich denn hier hinten? Die anderen haben immer so Spawn-Luck und ich spawn hier hinten, wo kein Schwein ist. Wo kein Schwein ist. Oh, es tut mir echt leid, Leute. Aber wie lange auch so ein Match dauert, ne? Das dauert ja ewig. Komm schon, lass mich raus spawnen, wo auch immer ich bin. Nicht schon wieder hier hinten. Oh, ba, 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 ba. Wie nervig.
Aber es ist krass, ne? Also der eine Megabot, ja, von dem, dieser Gustav oder wie auch immer der heißt, ja. Oder Gabriel, was weiß ich. Der ist gut, der ist richtig gut. Das ist ein richtig guter Bot. Aber nein, ich muss trotzdem mit meinem Freund zusammenspielen. Sonst schaffe ich das trotzdem nicht. Was soll denn das? Guck mal, was der für krasse Waffen dran hat und so. Der ist fucking gut eigentlich. Der ist fucking gut. Oh, das gibt's doch nicht. Du hast keine Chance gegen zwei gleichzeitig. Das ist schlimm. Erst recht nicht gegen solche zwei Typen. Also der Bot da, der auf mich ballert, der ist richtig gut. Das ist ein guter Scheiß-Bot. Ja, jetzt bringt mich da endlich um. Ich würde ja gerne mal diesen anderen Typen helfen, aber ich spawn... Jetzt spawn ich hier. Oh, das ist doch nicht zu glauben. Oh, und ich dachte echt, dass mein Bot was Gutes ist und so. Und dann sowas. So eine Scheiße. Dann bringt's nichts. Das Beschissene ist derjenige, der den jetzt getötet hat. Oder der den jetzt gleich töten wird. Wieso ist der noch nicht tot? Der ist immer noch nicht tot. Ich hol mir den. Komm schon, Tenchi, bleib stehen. Beweg dich nicht, dann krieg ich dich nicht. Ich will dich haben. Mist, der hat ihn gekriegt. Das Problem ist jetzt nämlich, er ist jetzt wieder voll. Er ist wieder aufgebaut jetzt vom Bett. Und ich wette mit dir, wenn der eine Typ jetzt hinter mir spawnt, der andere Spieler, der kein Team hat, nee. Hey, oben wird geballert. Was ist hier los? Komm, Lenk, um die Ecke. Komm, hier ist irgendwas. Ach, ist der. Versuch von der Seite zu kommen. Schnell. Hey, ach, die verschießen von da hinten. Lol, ich dachte, die stehen direkt um der Ecke. What the fuck ist das denn? Ja, Alter. Was soll denn das? Ich dachte, wir haben ein stilles Abkommen. Ach, du bist ein Arschgesicht, der jetzt fängt... Ah, ich hätte ihn angreifen sollen einfach von der Seite. Du Arschgesicht, das war's. Ich werde dich wieder abknallen. Aber das war nämlich das, was ich meinte. Ich wette mit euch, dass der jetzt auch wieder auf mich geht. Aber ich wollte jetzt gerade ein bisschen helfen. Ich hätte ihn abschießen sollen von der Seite. Fertig. Wieso können die eigentlich so viele Waffen haben und gleichzeitig so viele Blöcke? Also muss doch irgendwann mal so ein Limit sein. So ein CPU-Limit gab es doch da eigentlich normalerweise. Der hat immer noch so scheiße viel Waffen dran. So, jetzt hat er keine Waffen mehr so viel dran, ne? Wie kann der immer noch so fucking viel Blöcke haben? Bleib wenigstens stehen. Lass mich dich umbringen, Junge. Bevor die anderen Idioten wieder kommen. Wir überschießen uns eigentlich die ganze Zeit jetzt einfach nur selbst? Nein! Och, du bist ein Idiot, ey! Oh, gibt's ja nicht! Ach, scheiße hier. Ich will gleich rausjoinen aus diesem ganzen Rotz, Alter. Solche Affen, Alter. Solche Affen! Ja, du dämlicher Wichser, jetzt schieß endlich. Ey, komm, du Affe. Oh, Leute, es tut mir echt leid, dass ich so rumfluche. Das wird wahrscheinlich eins der wenigsten Videos sein, wo ich wirklich so rumfluchen muss. Weil das ist richtiger Scheiß. Das ist echt der größte Scheiß, den man machen kann. Vor allem, es sind bloß vier Gegner hier. Es sind bloß fucking vier Gegner, Mann. Mehr gibt's hier nicht. Und dann kommt die da zu zweit angefahren. Was ist denn das für ein Kack, Mann? Es wäre viel cooler, wenn wir uns alle gegenseitig beschießen würden. Hätte wenigstens mal jeder noch eine Chance, aber sowas ist doch echt für den Arsch. Anfangs sah es vielleicht noch ganz gut aus, bis sie sich dann echt mal richtig mal formiert haben. Ja, guck mal, wir sitzen zu zweit da. Ich sitze einfach nur rum und freue mich, dass mein scheiß Freund da ist. So ein Affenkopf, ey. Ah. Leute, das ist mal ein richtiges Video. Das ist ein Rage-Video, nicht die, ich habe ja öfters mal diesen Begriff Rage und sowas verwendet, aber kennst du vergessen. So ein dämlicher Affe, Alter. So ein dämlicher Affe. Ah, warte, ich muss es noch schreiben. Du dämlich, ihr dämlichen Affen. Ihr dämlichen Affen. Habe ich... Ah. Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist der beschissenste Rotz, den es gibt. Mal, der andere Typ, der hat richtig viel Damage gemacht. Voll nice. Ich habe gar nichts gemacht. Oh Gott, wie beschissen war das denn? Oh Gott, ich habe keinen Bock mehr auf den Mist. Also ich werde nie wieder Megabot Pit Battle machen. Kannst du vergessen, werde ich nie wieder machen. Ja, das ist ja so eine Scheiße. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich das überhaupt hochladen soll. Aber ich glaube, ich werde es machen. Einfach damit ihr auch mal seht, dass auch der Tenchi ausrasten kann.
Bei so einem unfairen Verhalten muss man sich einfach mal Kacke äußern. Da muss man sich einfach Kacke äußern, ey. Ich meine, ich habe zwar hier 800 noch was 1000 Punkte bekommen, aber so eine Rotze, oh nein, nie wieder, nie wieder. Das ist mir dann doch zu krass. Also Pit rege ich mich ja sowieso auf, aber sowas ist richtig unter aller Sau. Kannst du nicht bringen, kannst du nicht bringen. Und ich glaube, es ist eigentlich das, was ich hier gebaut habe, ist relativer Rotz, weil ich glaube, die Waffen sind so schnell weggeballert, bevor überhaupt diese Blöcke weg sind. Da kann man auch eine komplette Zugdings bauen. Ha, ja. Na gut, Leute. Ja. Oh Gott, ich krieg schon Kopfschmerzen vom Rumschreien. Es tut mir echt leid. Das nächste Mal machen wir einen Classic-Modus, einen ganz normalen Battle. Weißt du, wo so ein Scheiß nicht stattfindet, das ist viel besser. Na gut, dann würde ich sagen, ich war der Rage Tenchi hier von The Noobs Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Oh mein Gott, ey. Ah, ich bin so fertig.